Zurzeit reden alle, die nicht Fortnite oder PUBG spielen, über ein kleines, unscheinbares Indie-Spielchen, welches Höchstwertungen abstaubt und in Kritiken immer in den Himmel gelobt wird. Ihr fragt mich jedoch immer, was soll so besonders an diesem Jump'n'Run sein? Ich habe genug von dieser Sorte gespielt, also ich habe sie mir mal gekauft, bin froh drüber und ich möchte euch heute einmal kurz schildern, was so besonders an Celeste ist, wieso feiern es jetzt alle so? Meiner Meinung nach macht Celeste zwei Dinge besonders gut und hebt sich dadurch von so vielen anderen Plattformern ab. Das eine ist die Story. Die was? Hört ihr euch jetzt denken? Ja, die Story. In Celeste erfahrt ihr den Namen des Mädchens. Ihr trefft andere Charaktere mit Namen und die Dialoge sind echt gut geschrieben. Die Figuren wirken lebendig und die Gesichter sorgen dafür, dass tatsächlich lustige, seltsame und spannende Momente erzeugt werden. Teils fand ich Personen und Momente echt gruselig und manchmal geheimnisvoll, mysteriös, manchmal auch lustig. Und die Gesichter sind halt echt süß, stellenweise. Das sieht echt dann total lebendig aus. Anders als eben viele Pixel-Art-Spiele, die oft gar keine Story haben, und auch anders als die meisten anderen 2D-Sprungspiele, fand ich meinen Charakter und die anderen Figuren und ihre Story echt interessant. Die hat mich am Ende echt gefesselt. Das kann ich von Mario, Donkey Kong, Shovel Knight oder Rayman nicht sagen. Okay, ich will jetzt aber auch nicht so tun, als wäre Celeste ein Ori and the Blind Forest, aber es fiel mir sehr angenehm auf. Was die Grafik angeht, muss jeder für sich selber ausmachen, ob ihm das Stil gefällt. Ich fand das Spiel wunderschön und clever gestaltet und auch sehr abwechslungsreich. Und die Musik von Lena Raine, die hier für mich ihr Debüt gab, ist wunderschön. Einer der besten Soundtracks der letzten Wochen. Jetzt habe ich sie aber getrollt. Diese isolierte Stimmung, der sowieso durch das Design erzeugte Flair, wird durch diese wunderschöne Musik noch verstärkt und reiht sich nahtlos ein mit anderen Gesamtsoundtracks, die ich die letzten Jahre so gefeiert habe. Irgendwie ist es irgendwie Tradition, oder? Dass ein 2D-Plattformer auch eine geniale Musik haben muss. Und Celeste ist hier absolut ein Träumchen. Und das führt eben insgesamt zu einer echt tollen Stimmung in diesem Spiel und einer wunderschönen Gestaltung, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Und das können viele andere Spiele des Genres nicht so bieten. Aber die größte Stärke und der Grund, warum Celeste so arg gepriesen wird, ist das Gameplay und vor allem die Lernkurve und die Art, wie perfekt Celeste hier Schwierigkeit verarbeitet. Denn Celeste ist kein einfaches Abenteuer. Du hast hier viele Fähigkeiten, die es zu meistern gilt und möchtest du die Credits sehen, dann ja, geht gut, ne? Aber Celeste hilft dir dabei. Es unterstützt dich und nicht etwa durch ein Tutorial oder nervige Textboxen, sondern oldschool. Habt ihr mal die alten Mega Man-Teile gespielt? Oder jetzt 9 und 10, naja, sagen wir 9? Das sind schwere Spiele, auf jeden Fall. Aber wie kaum ein anderes Spiel wurde dir hier so perfekt beigebracht, was du tun solltest. Du siehst ein Bildschirm und ein Hindernis. Du springst drüber, geschafft. Im nächsten Schirm wird es ein wenig schwieriger. Du musst das Gelernte jetzt anwenden. Danach wird es geübt und intensiviert und gegen Ende solltest du es dann meistern. Alternativ gibt es in den modernen Spielen heute auch immer so versteckte Collectibles als Belohnung, wenn du über das Gelernte noch hinausgehst und kreativ oder einfach verdammt gut wirst. Und das alles ist ein ganz normales Prinzip des Lehrens. Schulen benoten ja auch nach diesem System. Eine 4 gibt es, wenn das Beigebrachte aufs Minimalste verstanden wurde. Wer eine 4 bekommt, schafft Celeste, also hier im Assist oder dem Easy Mode. Eine 3 versteht alles gut. Eine 3 wird Celeste also mit viel Anstrengung schaffen. Eine 2 versteht alles und kann es gut anwenden und damit Aufgaben lösen. So wird man Celeste gut durchbekommen, ein paar Erdbeeren einsammeln, vielleicht mal die B-Seite sich angucken und eine 1 kann das Gelernte dann sogar erweitern, damit Probleme selbstständig lösen und sich selbst Ideen entwickeln für die schwierigsten Aufgaben. Das ist dann halt die 100%. Und diese Noten kann man praktisch auf den Gamer-Typen übertragen. So, die 4 wäre hier halt jemand, der so richtig nur Casual spielt und ein Spiel einfach mal genießen will und eine 1 wäre dann hier der Hardcore-Gamer. Es gibt ein Interview mit Miyamoto zum allerersten Level in Mario Bros. 1. Ich fand es so interessant, wie viele Gedanken sich hier gemacht wurden in diesem kurzen ersten Level, das die meisten einfach nur in einer Minute durchlaufen. Die ersten Röhren zum Beispiel, ja, die haben ja so einen Graben in sich drin.
Und die sind extra so hoch gebaut, dass man mit einem normalen Sprung dann nicht wieder rauskommt. Es sollte also dem Spieler beibringen, dass er hier sprinten muss und dann springen muss, damit er eben höher kommt. Und danach gilt es dann, ein Loch zu überwinden mit dem eben Gelernten. Später gibt es dann Hindernisse, damit das dann noch weiter gelernt wird. Ich fand das so cool. Celeste macht es eben genauso toll. Jede neue Fähigkeit, jedes Hindernis und jedes Problem wird dir im Spiel erklärt. Du hast immer alles perfekt im Griff und wirst nicht überfordert, obwohl das Spiel viel verlangt. So können Veteranen des Genres sich austoben, die Erdbeeren sammeln oder die B-Seite vollenden. Und das ist echt nicht einfach. Gelegenheitsspieler können das Spiel normal genießen und die Gemütlichen können den Assist-Modus aktivieren. Celeste ist so für jeden ein tolles Erlebnis und für mich eine mega Erweiterung für das Switch-Portfolio und mehr als einfach nur ein kleines Indie-Spiel. In diesem Spiel steckt so viel Liebe und so viel Verständnis für Game Design, dass ich dieses Studio, aber auch die Komponistin ab jetzt freudig im Auge behalten werde. Na mehr noch, ich glaube, ich gucke mir mal eins der vielen Projekte von früher an, wie Towerfall zum Beispiel. Habt ihr schon Celeste oder eins der anderen Spiele von Matt Makes Games gespielt? Wie war euer Erlebnis? Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ich habe euch mal ein bisschen versucht zu erklären, was ich so toll an Celeste finde. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, ne? Euer Tim sagt Tschüss, gerne einen Daumen nach oben und teilen und so. Gerne einen Kommentar schreiben, ihr wisst ja. Beim nächsten Video sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, ciao.